So, hallo zusammen. Ich begrüße euch, begrüße Sie zum Preview-Video zu Minecraft Education im Chemieunterricht und zeige direkt mal, was man mit einem dieser Blöcke hier machen kann, nämlich dem Elementkonstruktor. Der eignet sich dafür, um einzelne Atome selbst herzustellen. Das sieht man jetzt schon. Das Wasserstoffatom mit einem Proton, ein Proton und ein Elektron wurde hergestellt. Das Ganze läuft entweder über die Schieberegler links, dass man da jetzt einfach Neutron, Elektron und Proton hinzufügen kann durch Plus oder wegnehmen durch Minus. Zeitgleich können die Schülerinnen und Schüler beispielsweise mit einem Periodensystem arbeiten. Rechts sehen Sie, seht ihr, das Periodensystem, was ich auf meinem Smartphone und Tablet nutze, eingeblendet. Und das Schöne ist hier, wir haben hier wirklich die einzelnen Valenzelektronen dargestellt in der äußersten Schale. Allerdings könnte man hier jetzt natürlich bemängeln, dass die Elektronen sich auf den Schalen, auf den Bahnen befinden und nicht in den Schalen selbst. Aber das kann man auch mit den Schülerinnen und Schülern natürlich im Unterricht thematisieren. Wie man hier sieht, man kann jetzt beliebig viele Neutronen hinzufügen und wenn man möchte, jetzt auch einfach, wie jetzt hier bei Natrium, die Zahl 12 dort oben direkt ins Kästchen eingeben, sodass die Schülerinnen und Schüler auch hier ein bisschen selber ausprobieren können. Dies ist eine Möglichkeit, um an die Elemente zu kommen, an die Atome, die durch diese Elementsymbole in Minecraft Education dargestellt werden, wie jetzt beispielsweise die Alkalimetalle, die ich hier nacheinander jetzt herstelle. Und was im nächsten Block passiert, sind chemische Reaktionen. Denn ich kann hier zum Beispiel Natrium- und Chlorelementkarten zusammenfügen und habe dann eben hier Salz. Tatsächlich steht in der englischen Version dann auch Natriumchlorid. Und nicht nur Salz, was natürlich fachlich ein bisschen schwach ist. Weil hier haben wir dann Kaliumchlorid. Funktioniert leider nicht mit allen Alkalimetallen. Also Lithiumchlorid kann man dann schon nicht mehr herstellen. Auch die Flammfärbung von unseren Alkalimetallen kann hier leider nicht dargestellt werden. Dafür benötigt man andere Elemente. Aber man sieht zum Beispiel, dass man hier auch Ammoniak synthetisieren kann. Relativ leicht in diesem Crafting Verbindungserzeuger, sodass man hier eigentlich ziemlich schnell auch komplexere Chemikalien wie Benzol herstellen kann. Was ich jetzt hier mache mit C6H6. Und in diesem Menüpunkt ist es auch egal, wie die einzelnen Elemente zueinander angeordnet sind. Später, wenn wir aus den Chemikalien Werkstoffe machen, muss man wirklich auf dem Crafting Table aufpassen, wo die einzelnen Chemikalien, die einzelnen Zutaten sozusagen platziert werden in diesem Crafting Table. Und so kann man eine Vielzahl von Chemikalien selber erzeugen, die man auch sinnvoll in der Minecraft-Welt, im Minecraft-Universe einsetzen kann. In der Videobeschreibung erhaltet hier einen Link zu einem Übersichtsdokument, was von Microsoft zur Verfügung gestellt wurde, wo nochmal alles Wichtige zusammengefasst ist, wie man einzelne Chemikalien herstellt, wie man die im nächsten Schritt weiter verarbeiten kann. Und ja, ich versuche jetzt hier noch so ein bisschen rumzudoktern und hier sieht man jetzt die zweite Möglichkeit, an Elemente zu kommen. Ich habe unten schon mal ein paar Blöcke ausgewählt, so Standardblöcke, die man auch abbauen kann in der Welt, wie zum Beispiel Golderz. Das kann man jetzt einfach oben in diesen Art Stammbaum reinpacken, genauso wie Erde und Sand zum Beispiel. Das mache ich jetzt auch mal kurz und man sieht, dass das in seine einzelnen Bestandteile Sauerstoff, Silizium und Gold
reduziert wird, gespalten wird sozusagen, natürlich nicht in tatsächlich richtigen Mengen, aber grundsätzlich, um zu erkennen, dass eben in Erde wesentlich mehr als nur Dreck drin steckt oder in Golderz mehr als nur Gold, ist das durchaus sinnvoll, um vielleicht auch schnell dieses Verständnis zu erlangen. Aus Ressourcen, aus Gestein kann ich wiederum Elemente herbekommen, auch in diesem Spiel. Weiterer Schritt wäre eben dieser Labortisch. Sie und ihr seht da drei unterschiedliche Gerätschaften. Ich kann beispielsweise mit Wasser und Natriumhypochlorid, was Interessantes, kombinieren steht da. Hier wäre es eigentlich auch schön, wenn hier natürlich reagiert zu oder so etwas Ähnliches steht. Und ja, was habe ich da jetzt bekommen? Einmal einsammeln, Inventar öffnen und das ist Bleichmittel. Was man mit dem Bleichmittel in der Minecraft-Welt machen kann, ist, wie der Name schon sagt und wie das wahrscheinlich jeder Chemiker weiß, wir können damit Farbstoffe wieder bleichen. Also das heißt, gefärbte Wolle wieder weiß bekommen. Ja, könnte manchmal durchaus hilfreich im Spiel sein. Der nächste Punkt ist tatsächlich auch recht interessant. Es wird so eine Art Heating Pot, was man ja aus einzelnen, aus einzelnen Mahlzeiten, Behältern kennt. Die stark exotherme Reaktion, wo Hitze frei wird, können wir hier in einfacher Form auch herstellen. Dieser rote Klotz, der da gerade aufploppte, schafft es eben, wenn wir ihn auf Eis legen, reagiert dieser mit dem Luftsauerstoff im Spiel und Wasser unter Entwicklung von Hitze und schmilzt das Eis dann weg. Können natürlich mit Ammoniak und Phosphor noch einen super Dünger herstellen. Was man damit genau machen kann, gehe ich auch im nächsten Teil darauf ein. So, die Sachen packe ich jetzt gleich erstmal in eine Truhe. Ich werde noch ein bisschen Superdünger herstellen, dass ich gleich ein paar mehr Pflanzen damit bedüngen kann. Aber wie man hier schon sieht, auch wieder eine andere Animation oben, wenn wir die Stoffe synthetisieren. Wobei ich noch nicht ganz rausgefunden habe, wann was tatsächlich auch gemacht wird. Im Internet gibt es zum Beispiel von Minecraft, aber auch von etlichen Spielern so Rezepte, die man nutzen kann. Wie zum Beispiel jetzt. Wir haben hier, sind jetzt hier an dieser Crafting, an diesem Crafting Table und stellen uns mit Polyethylen, was wir vorher synthetisiert haben, einem roten Farbstoff und Luminol, ein rotes Knicklicht her. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit anderen Farbstoffen im Zentrum. Wichtig ist hier, dass man sich jedoch an das Rezept hält. Ich packe jetzt Wasserstoffperoxid nach unten, Luminol nach oben. Und man sieht, es funktioniert nicht. Es hat leider etwas gebraucht, bis ich darauf gekommen bin, dass ich einfach hätte Luminol und Wasserstoffperoxid tauschen müssen. Tatsächlich muss Wasserstoffperoxid oben sein. Wie bereits anfangs erwähnt, ist es hier am Crafting Table relevant, wo die einzelnen Icons in dieses 3x3-Feld auch eingesetzt werden. So dass ich jetzt hoffentlich im späteren darauf komme, das wieder richtig einzusetzen. Sechs Polyethylen kommen drumherum. Genau. Das Luminol nach unten diesmal und das, ja, war schon ganz richtig, ganz links. Genau. Das Wasserstoffperoxid und schon haben wir ein türkises Knicklicht. Analog dazu habe ich das auch für Gelb und Rot noch gemacht.
Wir können jetzt natürlich auch mit Salzen arbeiten und einer Fackel, sodass wir dann hier eine violette Fackel erzeugen. Auch hier gibt es die Rezepte online. Wie bereits erwähnt, leider nicht mit den Alkali-Salzen machbar, was durchaus sinnvoll natürlich gewesen wäre. Vielleicht bringt das Microsoft durch einen Patch noch raus. An sich diese Chemievariante gibt es noch gar nicht so lange. Ich hoffe einfach, dass Microsoft da auf die Bedürfnisse und Rückmeldungen der Chemiekolleginnen dann auch eingeht und zum Beispiel die Flammfärbung tatsächlich an Alkalimetallsalzen zeigt. Können hier natürlich auch eine Magnesiafackel herstellen, die unter Wasser brennbar ist. Auch das werde ich gleich zeigen. Und ja, so einfach ist das. Also craften, unterschiedliche Gegenstände zusammenfügen ist sehr einfach, wie hier jetzt zum Beispiel ein gelber Farbstoff, der nach oben kommt, Helium in die Mitte, eine Schnur nach unten und dann brauchen wir noch Latex und was wird daraus? Natürlich ein gelber Luftballon. Analog dazu natürlich auch in anderen Farben möglich. Auch hier wieder, wenn ich das in eine andere Position setze, funktioniert das Ganze leider nicht. Es muss wirklich die Reihenfolge bzw. die Position sein, die auch angegeben ist im Kochbuch sozusagen. Im nächsten Schritt würde ich einfach schon mal gerne zeigen, was man jetzt nun mit den einzelnen Werkstoffen machen kann, die wir produziert haben, indem ich zum Beispiel hier ein kleines Feld anlege mit der Hake. Und sobald dies fertig ist, kann man über das Inventar Samen suchen. Die kann man sich natürlich auch selber in der Welt zusammensuchen, aber dadurch, dass wir hier in diesem Crafting-Menü sind, in diesem Kreativ-Menü, haben wir hier Zugriff auf die Standard-Items, die von vornherein verfügbar sind. Die ganzen Chemikalien sind hier nicht frei wählbar, die müssen wir tatsächlich selbst synthetisieren. Weil hier sieht man jetzt zum Beispiel Kürbiskerne, kann ich auswählen, Melonenkerne oder Setzlinge von Bäumen. Und schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir die Setzlinge zum Beispiel mit unserem Superdünger bestreuen. Normalerweise stellt ihr euch das bitte so vor, dass wir hier die Setzlinge setzen. Wir müssen wirklich über mehrere Stunden Spielzeit die mit Wasser begießen, teilweise Dünger selber herstellen und die dann auch düngen mit dass wir einen nährstoffreichen Boden haben. Hier sieht man jetzt direkt, wie schnell die einzelnen Kürbisse dann zumindest schon mal hochziehen und blühen und wie fix dieser Baum steht. Das ist wirklich krass. Das heißt, wenn wir das ganze Areal wieder renaturieren wollen, geht das sehr, sehr schnell. Ich werde das Ganze jetzt mal die Tageszeit ändern für die Knicklichter. Das kommt nicht viel, viel besser, wenn wir das Ganze im Dunkeln machen. Dafür packe ich den ganzen Kram hier, Bleichmittel und sowas. Das kostet die Welt einfach wegschmeißen in die Umwelt. Passiert schon nichts. Sichere Entsorgung ist in diesem Spiel vollkommen irrelevant. Und ich nehme mir mal so alles mit, was ich an Fackeln habe. Hier habe ich jetzt schon ein lila Knicklicht. Ich weiß schon, das werde ich noch nicht benutzen. Genau, ich fliege nämlich jetzt erst in das NPC-Dorf, also in das computergenerierte Dorf mit Computerspielern und setze hier erstmal so ein paar Fackeln hin. Das sind die standardgelben Fackeln im Minecraft-Spielen. Guten Tag. Und das wären die blauen. Wie man sieht, die leuchten alle gleich hell und gleich gelb, sage ich jetzt mal. Allerdings sieht man tatsächlich eine andere Flammfärbung, die man mit Hilfe der unterschiedlichen Salze hinbekommen hat.
Das Ganze funktioniert natürlich mit einer normalen Fackel, wie auch in Realität, nicht unter Wasser. Dafür gibt es allerdings die Magnesiafackeln, wie wir alle wissen, auch auf Booten sind, als Leuchtmittel, als Signalleuchtmittel. Und das kann ich jetzt hier beispielsweise, ist so eine Unterwasserhöhle, die ich damit beleuchten kann. Das heißt, ich kann die auch aktiv im Dunkeln durchsuchen, auch in diesem Modus. Und sehe hier einfach alles, was ich sehen muss. Sehr schönes Element, wie ich finde, jetzt eben durch die selbst hergestellte Magnesiafackel auch möglich. Und man sieht schon hier, dass das tatsächlich auch von weiter weg deutlich erkennbar ist, diese Fackel so hell leuchtend hier. Und ich packe jetzt einfach mal ein paar mehrere hin, fliegt noch mal raus und sieht das nicht schön aus. Also man kann hier wirklich dann schon auch so kleine Unterwasserstädtchen bauen. Knicklicht einfach, ne, wie man es auch bei sich kennt. In dem Fall nicht knicken, sondern schütteln im Spiel. Und es hat schon ein bisschen was von Star Wars, finde ich gerade. Das blaue Laserschwert von Luke Skywalker. Natürlich sind auch noch andere Farben möglich an Knicklichtern. Wir haben jetzt noch das gelbe Knicklicht, was dann natürlich gelb leuchtet, das violette und das rote Knicklicht. Auch hier wieder der Verweis auf das Skript, was ich euch und Ihnen unter die Videobeschreibung oder in die Videobeschreibung gepackt habe. Hier jetzt noch was ganz Witziges mit den Luftballons. Die kann man an Gegenstände oder halt eben hier Tiere binden, wie dieses Pferd. Ja, und es fliegt dann so rum. Wenn man dagegen schlägt, gegen den Luftballon, platzt er auch nicht. Man könnte jetzt wahrscheinlich mit Pfeil und Bogen das Pferd wieder auf die Erde lassen. Habe ich nur leider nicht dabei. Und zum Leidwesen der NPCs stehen hier auch noch ein paar Kühe rum, die ich doch sogleich mal die Luftballons binde, die ich selber hergestellt habe. Ja, kommen wir jetzt hier zu einem Video, was sich ein bisschen flotter abspielt. Das hat den Grund, dass ich jetzt hier zeige, dass die Schülerinnen und Schüler natürlich mit den vorher über den Atombaukasten die hergestellten Atome, diese Elementblöcke, dann natürlich auch ein Periodensystem hier in dreidimensionaler, in dieser 3D-Welt darstellen können. Jetzt hier die Alkalimetalle. Die sind natürlich auch alle schon vorher abrufbar. Ich habe die jetzt nicht nochmal extra hergestellt. Das wäre dann ein bisschen zu umständlich jetzt gewesen, um das einmal kurz zu zeigen. Aber auch hier die Erdalkalimetalle sind leicht dort zu positionieren. Unten habe ich Glasblöcke hingestellt, dass sie auch wirklich, es ist so scheint, als würde das Periodensystem in der Luft schweben. Man kann jetzt hier natürlich auch noch Schilder hinsetzen und erste Hauptgruppe hinschreiben, wobei das Ganze nicht so schön aussieht. Nehmen wir Hauptgruppe 1 und die 1 vielleicht auch in die Mitte. Hier dann eben noch ein Glaskasten drauf und Hauptgruppe 2. Ja, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und das Gleiche machen wir jetzt von unten mit den Glaskästen, mit den Perioden. Und so können die Schüler dann tatsächlich relativ einfach, wenn jetzt es eben nicht anfängt zu regnen, ein Periodensystem auch erstellen im Unterricht und das Ganze visuell auch so darstellen und natürlich auch frei anordnen in digitaler Form tatsächlich, sodass die Schülerinnen und Schüler auch hier eventuell überlegen könnten, welche andere Anordnung durchaus sinnvoll erscheint und das Ganze auch mal ein bisschen hinterfragen können. Und ja, allein schon von dieser ersten und zweiten Hauptgruppe, finde ich, sieht man ganz schön, was alles tatsächlich möglich ist. Ich bedanke mich für das Video. Feedback gerne unter die Kommentare, ein Abo dalassen, Daumen hoch, würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal.